Yo, hallo und herzlich willkommen meine lieben, lieben, lieben Leute auf meinem Kanal und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar in Zukunft wird es öfters nämlich solche schönen Videos geben und zwar lachen wir uns hier über YouTuber kaputt, also oder irgendwelche Flachwitz-Menschen. Und eure Aufgabe ist, wird es auch in der Zukunft sein, nicht nur meinen Kanal zu abonnieren, das solltet ihr auf jeden Fall auch tun und auch auf jeden Fall zu liken, meine Videos. Nein, sondern in die Kommentare reinzuschreiben, über welchen YouTuber wir uns kaputt lachen wollen oder sollen. Heute habe ich das erste Video schon mal halt gemacht. Nur das Problem ist, ich weiß nicht, wie sie heißt. Und aber ich würde nochmal sagen, wir starten. Und es geht. Erstmal, los geht's. Abonniert auf meinen Kanal und liked es. Los geht's. Schreibt einfach, über welche YouTuber ich mich mal lustig machen soll. In die Kommentare unten. So. So, also heute musste ich leider mal wieder richtig schön ein bisschen Kacke machen. Okay, also wir wollen erstmal zuhören, was diese, was auch immer, komische fette Lady, die fette Lisa, nennen wir sie mal, macht. Ja, auf jeden Fall fanden wir sie doof. Ah, also sie haben sie auf Tinder bestellt. Kein Wunder, dass sie auch so hässlich sind. Gut für uns, scheiße für dich. Alles klar, wir haben es verstanden. Ich bin Just Do It, also was? Hat er Just Do It gesagt? Digga! Wow, alles klar, okay. Übrigens, das ist das dumme T-Shirt, das hässliche Scheiß-T-Shirt. Das müsst ihr überhaupt gar nicht erst euch anziehen, denn wer das anzieht, ist nämlich der allergrößte Loser von allen. Und ihr wisst ja, dass ich vor 2 Monaten noch auf Fettdiät war und deshalb ging das leider nicht ganz so gut raus. Nicht schön. Das kann ich allerdings auch nachvollziehen, dass deine Familie deine Fettheit nicht schön findet. Hallo, hier bin ich. Ich bin's Oma. Ah, das Kleid, was ich jetzt anhabe, das habe ich für 2 Euro im Hartz-IV-Shop bestellt. Eigentlich vollkommen schön. Und danach müsst ihr dringend weggucken, denn es wird hässlich. Okay, wir gucken schnell weg. Da können wir jetzt also überhaupt nicht hingucken. Okay, ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Was? Ist das? Das ist doch nicht der Ernst, Junge. Das kann doch wohl nicht Eva Pischer Ernst sein. Also, ehrlich, jetzt mal. Also, es hat echt so ein bisschen Ähnlichkeit mit Cindy aus Marzahn. Ich würde sagen, die sind von einer Breitheit her gleich gut. Also, ich würde mal sagen, dann mal los geht's. Aber hier fühlt es sich richtig schwul an. Da fühlt es sich richtig pervers an. Also bitte fasst mich nicht an, denn sonst hat ihr mich verpestet. Also eigentlich ist das ein bisschen pervers. Das war so schön scheiße, nicht witzig. Gott, bin ich eine gestörte Frau. Ja, genau. So gestört. 100%. Genau. Ich hatte leider keine andere Freundin. Aber eigentlich wollte ich lesbisch werden. Und leider konnte ich nicht so lesbisch werden, denn selbst Lesben fand mich nicht schön aufgrund meiner Fett und Hässlichkeit. 1, 2, 3, Augen auf. Okay, 1, 2, 3, Augen auf. Okay, und Augen wieder schließen. Okay, nein, Scherz. Huch, die kann springen. Wow, so fett. Huch, ich kann doch springen. Ich bin doch nicht so fett, wie ihr alle dachtet. Ich würde mal ja sagen, scheiß drauf. Yippie, yippie, yay, liebe Leute. Und damit war es das auch schon wieder von mir und diesem Video, diesem wunderschönen. Wenn es euch übrigens gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und es wird jetzt jede Woche Samstag kommt ein Video, eigentlich fast jeden Tag. Weil ich kann es euch nicht versprechen,
wenn ich Zeit habe, bringe ich euch auf jeden Fall ein Video bei. Ihr verpasst auf jeden Fall nichts mehr, wenn ihr mich abonniert. Und schreibt unten in die Kommentare, über welchen YouTuber ich mich lustig gemacht habe. Übrigens, jedes Video wird 4 Minuten 30 gehen. Deshalb freut euch schon mal drauf. Und ich werde erstmal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 10. Los geht's! Morgen kommt vielleicht nochmal ein Video raus. Schreibt in die Kommentare, welchen YouTuber ihr an gerne möchtet, dass ich da mal eine kleine Parodie drüber mache. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt viel gelacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen. Abonniert. Schön. Schlaf schön.